Der Up von VW war erst der Anfang. In den kommenden Monaten gibt es viele Neuerscheinungen im Segment der Kleinwagen und Stadtflitzer. Renault setzt die ganze Aufmerksamkeit auf das Facelift der zweiten Generation des Twingo. Kein Wunder, bereits in der ersten Generation war er ein wahrer Verkaufsschlager und eroberte mehrheitlich Frauenherzen. Die Scheinwerfer, die runden Kulleraugen ähnlich sahen, waren sein typisches Erkennungsmerkmal. Davon ist Renault mit dem Nachfolger abgerückt, was den Franzosen viel Kritik der Twingo-Fans bescherte. In ihren Augen hatte der einst so beliebte Kleinwagen ein Allerweltsdesign bekommen. Doch damit ist nun Schluss. Renault hat den alten Mut zu ungewohntem Aussehen wiederentdeckt und präsentiert einen Facelift mit runden Scheinwerfern, wenn es auch nur die Nebelscheinwerfer sind. Ähnlichkeiten mit dem zum Renault-Konzern gehörenden Nissan Juke sind offensichtlich. Neben den neuen Scheinwerfern haben die Designer dem Twingo auch eine neue Frontschürze und einen regelrechten Kühlerschlund spendiert. Ein schmaler Schlitz teilt die Front und soll so die Aufmerksamkeit zum Markenemblem hinlenken. Unter dem Blech bleibt der Renault Twingo im Vergleich zu seinem Vorgänger nahezu unverändert. Zum Ende des Jahres soll ein neuer Einstiegsmotor folgen, ein mit Nissan entwickelter Dreizylinder mit 0,9 Liter Hubraum. Dass Renault den Twingo noch einmal gründlich renoviert, bevor 2014 dann ein vollständig neuer Nachfolger kommt, leuchtet ein. Marktexperten sagen dem Kleinwagensegment eine ertragreiche Zukunft voraus. Die kommende Generation des Twingo steht zwar in den Startlöchern, bis aber der Wagen, der sich mit dem kommenden Smart die Plattform teilt, in den Verkaufsräumen steht, hätte der aktuelle Twingo zumindest optisch mit der starken Konkurrenz aus Fiat 500, Ford Ka, Alfa Mito und Audi A1 nicht mehr mithalten können. Dass die Preise im Vergleich zum Vorgänger unverändert geblieben sind, dürfte die vielen Twingo-Fans aufatmen lassen.